So, hallo, weiter geht's mit einer Folge Pro Kapitän und wir sind bei der ersten Rundfahrt. Also haben sie schon beendet, die 3 Tage der Provence. Habe ich mit meinem Fahrer ja relativ souverän sogar gewonnen und ja, dann kann es mal weitergehen. Es geht weiter mit Paris-Nizza. Eine ja schon kleine vorentscheidende Rundfahrt für die Verbesserung von meinem Fahrer mit Hinblick auf die Tour de France dann. So, gut, ja, das ist jetzt noch alles relativ wenig aussagekräftig. So, was hat denn mein Fahrer hier nochmal dazu gewonnen? Hügel, Sprint, okay, Regeneration. Ah, sehr schön. A plus auch Zähigkeit 81, Ausdauer 81, Hügel jetzt auch 77 und Sprint 70. Sehr, sehr schön. Bergetappe gewinnen muss nochmal passieren. Und führen Sie am Gipfel nochmal zweimal Kategorie 1 oder HC. Das am besten beides jetzt bei Paris-Nizza. Aber es ist nur eine Bergetappe dabei. Pff. Kriterium du Dauphiné immer in 2 Bergetappen. Boah, das ist schon nicht so ohne, ne? Naja, geht's also zu Paris und Nizza. Schauen wir mal, wer da alles mitfährt. Auf jeden Fall mein Fahrer, Evenepoel, ganz klar, Deli. Ansonsten vielleicht noch Nice, Geschke, Steiner, so bleibt Kellermann, alle mit einer guten Form. Evenepoel, mein Fahrer, ja, das lassen wir so. Wir haben Deli dabei als Sprinter. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. We've got what it takes to be in amongst it in the final sprint and finish in the top 10. Don't be overawed. Have a good stage, guys. Go, go! Ach, da ist auch noch ein Zeitfahren dabei. Das ist natürlich dann was für Evenepoel, für meinen Fahrer. Naja, fahren wir mal los. Mit Evenepoel, mit meinem Fahrer, Doppelspitze. Und ja, was haben wir noch dabei? Deli als Sprinter, aber bei der Etappe fahre ich mal lieber mit meinem Fahrer, glaube ich. Deli und Evenepoel sehen gar nicht gut aus. Mein Fahrer hat eine 78,6. Was habe ich im Sprint? Immer eine 70, andere 76. Das ist jetzt sind gute Werte für einen Etappensieg. Ansonsten habe ich auch im Hügel noch schon eine 77. Auch extrem gut. Zeitfahren immerhin eine 70. Das ist auch nicht so ohne. Aber der Evenepoel, der ist natürlich nochmal ein Zacken besser. Aber ich fahre mit meinem Fahrer. Greetings, ladies and gentlemen. Durchaus möglich, hier einen Welcome to Etappensieg this first stage to einzufahren. the Paris-Nice. Without any major obstacles en route, we can expect a showdown between the most explosive elements in the peloton at the top of the Côte de Oh, Maugron climb. stimmt, The ich führe in der finishing stage Gesamtwertung for this und der race Weltrangliste, entirely along the deshalb. roads of the Ile de France. So, Kellermann, der darf mich beschützen und Geschke. Evenepoel. Okay, I'll protect him. So, dann schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Am besten wäre natürlich gleich mal ein Etappensieg. Mit meinem Fahrer wäre natürlich super. Die Form passt. Also es spricht vieles dafür. Ich muss bloß gucken, wie schwer ist das Finish. Das die Zielankunft. Das wird das Interessante. So, naja, hier passiert nicht wieso. Ja, beim Radsport jetzt morgen noch die Lombardei-Rundfahrt. Und dann kann man sagen, ist die Saison zu Ende. Dann heißt es wieder länger warten. 1, 2, 3, über 3 Monate, bis es weitergeht mit der Tour Down Under ungefähr. Und die ersten richtig interessanten Rennen dann ja auch erst so mit der UAE-Rundfahrt und mit Paris-Nizza dann. Das dauert dann auch noch mal einen Monat länger, also 4 Monate, bis es so richtig losgeht, dann wieder der neuen Saison.
Aber warten wir erstmal die Lombardei-Rundfahrt. Die wird tatsächlich nochmal spannend. Die Frage, die einzige, die sich stellt, wer kann Pogacar irgendwie ein bisschen Paroli bieten? Das muss man dann mal abwarten. Das wird die entscheidende Frage sein. So, ja, sind nur 30 Kilometer und die sind immer noch ziemlich weit weg. Jetzt geht aber, jetzt schrumpft aber der Vorsprung gewaltig. So, jetzt geht es auch mal leicht berghoch. Dann gebe ich jetzt nämlich schon mal die Verpflegung. Okay, I'll consume a feed. So, bin zu weit hinten, ich muss noch ein Stück nach vorne kommen. Ich jetzt ein bisschen verpennt fast schon. Das Tempo schon ziemlich hoch ist. Kilometer. Es sind nur wenige. Keldermann kommt vor mich. Sehr schön, danke. Dort geht's rechts rum. So. Bin hier schon mal anzugreifen. Dass wir in einer guten Position sind vom Teufelslappen hier. Dass es dann auch flach wird. So. Naja, die sind noch nicht dran. Jetzt müssen wir auch gleich lossprinten. Und das ist hier, jetzt können wir komplett durchziehen. Das dürfte für den Etappensieg locker reichen. Perfekt gefahren. Puh. Das war sehr gut. So kann es doch weitergehen. Wirklich, das war schon, ja, schon fast schon ein bisschen im Pogacar-Style. Ganz easy sah das aus. So kann es doch gern weitergehen. Well done, lad. Congratulations to you. We weren't even amongst the outsiders. Can you imagine? Well done for this win. Aber we hit the ground running, and tomorrow we'll have the honor of defending the yellow jersey. Leider keine Sekunden Vorsprung gehabt an sich, aber ja, passt. Weiter geht's. Hi guys. Let's start. Jetzt haben wir komplette flache Etappe. Da können wir dann tatsächlich für die liefern. Und sprinten. So, ah, jetzt ist die Form schon nur noch so. Ich wechsle, der Lee ist auch nicht so in super Top-Form. Hello, cycling fans everywhere. With a route that is more or less dead flat, many riders will no doubt decide to take it easy in the peloton and wait for the mass sprint finish. But they'll have to watch out for the final section in town. With its numerous so. That could complicate preparations for the final showdown. Okay. I'm coming to protect you. Okay, I'll protect him. So, da kann Geschke mal mit Tempo machen, also einen müssen wir schon mit abstellen. Auch nur ein Fahrer vorne mit Viktor Campenaerts, der wird auf keinen Fall durchkommen.
Ja, deswegen wird jetzt hier auf der Etappe wirklich eigentlich gar nichts passieren. Jageschka macht im Prinzip alleine Tempo, so wie es aussieht. Naja, lassen wir mal Steinhauser auch noch, Keldermann noch mitfahren. Dann ist es nicht ganz so. Ja, 50 Kilometer, dann kommen wir auf jeden Fall nicht zu einem Sprint. So. So, dann wechseln wir auf die Lee für einen Sprint. Oh, jetzt dachte ich schon, ich bin am letzten Kilometer, aber nein. Bin ich hier ein bisschen eingebaut. Das gefällt mir gar nicht. Only 3 kilometers left. It's a bunched peloton that will fight it out for victory. Toll rausgedrückt. Das war jetzt natürlich mal gar nicht. Ja, damit wird das nix. Er hätte auch viel eher lossprinten können. Ah, das war leider nichts. Naja. Aber gut, um die Sprints geht es jetzt nicht so. Einen Tagessieg haben wir ja auch schon. Es geht eher um die Gesamtwertung. Well done, guys. We're where we should be. We were aiming for a Neunter top bloß, 10 spot, naja. And you did the job. I'm so, damit ist Philipsen jetzt vorne in der Gesamtwertung. Das kommt mir doch eigentlich gelegen. Hi, guys. Let's start the briefing for this eine schwerere Etappe. Mal schauen, wer da noch zum Schluss alles so mithalten kann. Pogacar, Roglic, Wout van Aert. Ah, die Form sieht wieder gut aus, auch Evenepoel in guter Form. Hello and welcome to all. With the primary ascent in the first third of the stage. Some teams will no doubt try to turn the screw in order to shed the fastest riders and avoid a mass sprint in Jussac. So, das machen wir so. Und Keldermann, Evenepoel. So. Okay, I'm coming to protect you. So, dann schauen wir mal, wie schwer das die Etappe hier wird.
Eigentlich dürfte ich hier mit meinem Fahrer keine großen Probleme haben. Genauso wenig wie Evenepoel. Ja, mal gucken. So, naja, noch passiert nicht wirklich viel. Der Abstand ist schon geschrumpft. Kleiner wegen Verpflegung aufpassen. So. Ja, Tempo ist jetzt schon etwas höher. Okay, I'll consume a feed. Jetzt wird es schnell. Aber dadurch, dass nur ein Anstieg ist, denke ich mal, wird es eine wirklich sehr große Gruppe werden zum Schluss. Könnt ihr ja hier jetzt Geschke meine 110 fahren lassen. Ja, ein Wout van Aert ist natürlich fast nicht zu bezwingen auf so einer Etappe. Ein Laporte ist stark, ein Pogacar, klar. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Auf jeden Fall fährt er hervorragend, der Simon Geschke. So muss das sein. He'll be the new polka dot jersey. He can no longer be caught today. Counterattack at the front of the peloton. So, nach 18 Kilometer. Okay, I'll consume a feed. Okay, I'll consume a feed. So, naja, jetzt ist alles wieder hier zusammen. 93 Fahrer auch, naja, gut. Da auch die Lee ist noch da. Wow. Another 5 kilometers and it's not looking good for the lead riders. The peloton should soon gobble them up. Mit mal nach vorne kommen hier Philipsen.
The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Only 5 kilometers riders to settle it. If anyone wants to avoid the sprint, they mustn't wait much longer. 44, die kriegen wir nicht mehr. Ich glaube, die sind weg. Boah, Evenepoel, der macht richtig. Last kilometer for breakaway riders. The final sprint will soon be launched. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Pitcock ist ja richtig schnell. Echt Probleme, ihn zu schlagen. Ich wäre erst am Sprint gewesen. Mann, Mann, Mann. Schade, schade. Naja. So, warten wir auf den Rest. Great guys! I wasn't expecting anything from this stage. And you bring home a podium place? Well done to you all! We take the white jersey. That's really good. Naja gut, trotzdem gutes Ergebnis. Mein Fahrer bleibt Zweiter, Deli Vierter, Evenepoel Neunter. Ja, so sieht's jetzt aus. Die schweren Etappen kommen noch. Und dann sind wir mal gespannt, wie es dann ausgeht. Ja, das war's erstmal und dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.